Heute gab es eine schlechte Nachricht hier am Trainingsplatz im Trainingslager in Grassau. Der Neuzugang Stefanos Capino hat offenbar einen Teilabriss einer Sehne im Leistenadduktorenbereich. Er wird mindestens eine, vielleicht sogar zwei, vielleicht aber auch länger ausfallen. Für Werder bedeutet das eine leichte Umplanung auf der Torwartposition. Luca Plogmann, eigentlich für die U23 vorgesehen, rückt als neue Nummer 2 in den Kader. Man kann davon ausgehen, dass er zumindest im Pokalspiel gegen Worms auf der Bank sitzt, eventuell sogar auch zum Bundesliga-Start gegen Hannover. Des Weiteren kristallisiert sich immer mehr hier eine erste Mannschaft heraus. Florian Kohfeldt ließ heute wieder 11 gegen 11 spielen. Bis auf zwei Positionen war es dieselbe von gestern. Heute durften Florian Kainz und Martin Hanik auf den Außenpositionen ran. Rashica und Osako spielten in der B11. Es scheint also um diese beiden Positionen zu gehen. Alles andere dürfte weitestgehend stehen. Wir verfolgen das mal weiter hier, wie sich die Mannschaft zusammenstellt. Das soll es für heute gewesen sein.